Aber nicht alleine vom Tauschen oder von der Heiratsurkunde abhängig, sondern auch von eurer Lebensweise und von eurer Einstellung zum Leben. Aus eurer Zweisamkeit hat sich ein schönes Glücksgefühl ergeben, aber auch ein Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit und der besonderen Nähe. Nähe verbindet, aber auch ein gewisser Grad an Distanz muss manchmal eingehalten werden, um den Partner nicht einzuengen. Heiraten bedeutet also auch, die Kunst der Nähe gelernt zu haben. Heute an eurem Hochzeitstag wünsche ich euch, dass ihr stets den Blick winkt auf die wesentlichen Dinge in eurer Partnerschaft, in eurer Ehe, wie gegenseitige Nähe, Liebe, Vertrauen, Verständnis und natürlich auch Glück ausrichtet, denn auf diese Weise steht einer glücklichen Ehe sicher nicht zum Glück. Sucht aber nicht immer nur das eigene Glück, sondern versucht auch den anderen glücklich zu machen. Wenn ihr das nie vergesst, den anderen achtet, akzeptiert, toleriert, seine Stärken, seine Schwächen, dann steht einer langen und glücklichen Ehe die Sache nicht im Weg. Und schließlich habt ihr beide euch bereits gefunden, ihr habt euch gegenseitig geprüft, ich frage dich, Jörg Kannerlin, ist es dein freier und eigener Wille, mit der hier anwesenden Buket Challah als Braut die Ehe zu schließen? Willst du mit ihr reden und willst du mit ihr schweigen, lachen und weinen? Willst du ihre Stärken fördern und ihre Schwächen akzeptieren? Dann antworte bitte mit ja. Willst auch du, Buket Challah, aus eigenem und freiem Willen mit dem hier anwesenden Erwin Kannerlin den Bund der Ehe schließen? Willst du ihn lieben und sowohl das Glück als auch die Traurigkeit mit ihm teilen? Bist du bereit, gemeinsam mit ihm das Leben zu leben? Dann antworte bitte mit ja. Ja. Okay. Nachdem ihr meine Frage nun mit Ja beantwortet habt, erkläre ich euch Kraft meines mir verliehenen Amtes zur rechtmäßig verbundenen Ehejotte. Thank you.